zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Wie versprochen, wir reagieren jetzt noch auf den Rest des Videos. Deswegen kurze Rede im Vorhinein. Die Social Media Sachen stehen im Bild und auch in der Videobeschreibung. Und wo man mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, der Kanal von der Schwester von Goldnert steht auch drinne. Alles klar, Digga. Was mir dafür Freude bereitet, ist wieder mal Chesterfield Zigaretten. Ich habe eine doppelseitige Lungenentzündung und rauchen darf ich gar nicht mehr. Das wäre vielleicht das Todesurteil. Wenn ihr wissen wollt, wo ich mich befinde und ihr mich sucht, mich killen wollt, oder ein Killer auf mich ansetzt, habt, wollt. Ich bin im Universitätsspital Basel im Zimmer 2512. Also, an den besorgten Internetnutzer, ich brauche gar nicht mehr ermitteln, er hat es ja gerade verraten, wo es ist. Ne? Fünfter Stock, TS an der Tür, Schreiber, Lageplan, könnt ihr euch hier... Da? Ich brauche dazu gar nicht mehr viel ermitteln an denjenigen, der wo geschrieben hat, kannst du mal dazu was ermitteln. Er hat es ja jetzt selber preisgeben oder er gibt selber Preis mit dem Lageplan da und was weiß ich. Einen Screenshot machen. So findet ihr mich. Und Leute, hier ist der Rollstuhl, der viele schon lange ersehnt, erwartet haben. Ja. Jojo habe ich noch bei mir. Ich bin Profi-Jojo-Spieler. Hab schon an Meisterschaften mitgemacht. Ja. Könnt ihr mir glauben? Habe ich mich gerade täuscht oder hat der jetzt echt einen Wichserfinger gezeigt im Spiegel vorher? Also wenn ihr das genauer gesehen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Aber ich bin immer noch gefährdet. Ich habe Geld. Sehr viel Geld. Und natürlich... Jetzt fehlt's bloß noch, dass er sagt, und ich trinke so viel Red Bull, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich Flügel bekomme. Bam! Ein Abonnement. Ich bin euch noch ein Testbericht Review schuldig. Ich denke, das best umgesetzte faltbare Display Handy von dem Jahre. Also zu den Marken muss ich noch kurz was sagen, wie ich das finde. Also LG Handy habe ich auch schon mal gehabt. Aber ich fand das weniger irgendwie gut. Ich weiß auch nicht, LG ist nicht so gut wie Samsung. Ich kenne mich da zwar nicht aus, aber ich finde Samsung ist die bessere Marke. 2000 oder eine noch. Was war jetzt gerade los? Hä? No sim. Gut, was habe ich noch zu sagen?
eigentlich war's das, mein Review. So, das war's von meiner Seite. Naja. Das kürzeste Review aller Zeiten. Riesen-Joint zu bauen. Das ist eine Leistung. Ja, bei so einem Riesenjoint muss man wahrscheinlich auch ein paar Mal rauf und runter fahren. Ein Riesenjoint zu bauen. Ich hab's vollendet. Vor allem den Grinder müssen alle mal sehen. Nee, Spaß. Der war gut, nicht? So, wie gesagt, teilt das Video mit all euren Junk-Friends, die konsumieren. Sehr nice. So, jetzt gönne ich mir noch ein Energy-Wodka-Getränk am frühen Morgen. Der ist sogar noch versiegelt. Hat mehr Wodka als Energy drinnen, ist aber genüsslich. Schon ein bisschen viel Wodka. Aber das muss runter. Nur, dass ihr nicht irritiert seid. Bullen schießen, Blut muss fließen. Polizei, dein Freund und Helfer, schlag sie tot und hilf dir selber. Haribo, mach Kinder froh. Kinder, Po macht Harry froh. Gut, dann würde ich sagen, und auch für Dislikes bekommen wir genug Anerkennung und werden entlohnt. Aber heute bin ich ein schlechtes und trage vor dem Krankenhaus, wo es Corona-Positiv-Leute hat, keinen Mundschutz. Meine doppelseitige Pneumonie, sprich doppelseitige Lungenentzündung, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, ist viel. Hat er das nicht schon mal erklärt gehabt? Vorgestern, wie man in Teil 1 glaub schon, dass es erklärt hat, dass die beiden Lungenflügel irgendwie. Egal. Esse. Außerdem habe ich gemeint, da darf man nicht rauchen, wenn man das hat. Sei's auch. Dass ich in akuter Lebensgefahr schwebe. Entschuldigung, ich habe wie gesagt fast keine Stimme.
sowas neben Essen anschauen würde, wie der dann am Ende spuckt, also es wäre ja unappetitlich. Schleim in der Nase. Lass doch ein Like da. Es ist aber nun mal Fakt. Gefickt wird nackt. Ich lebe. Das ist schlecht. Ich will ja nicht leben. Ich will sterben. Kamen die Ärzte rein und sagten mir, ich habe eine Herzklappenentzündung, Wasser im Herz, auf dem Herz, genau genommen im Herzbeutel. Das ist normal nach einer Pneumonie. Naja, ich muss jetzt optimistisch denken und einfach hier bleiben, bis ich die ganze Sache endgültig Also wenn man so nach die Krankheiten geht, wo er bisher erzählt hat, da kann er einen schon fast leid tun, aber naja. Klärt hat und bis ich sterben. Sie wollen mich nicht entlassen, bevor ich hundertprozentig sterbe. Der Typ, der in Rheinfelden im ersten Spital kranken. Die wollen ihn nicht entlassen, bevor er nicht zu 100% stirbt. Das ist doch sicherlich so zugeschnitten. Oder ne? Aus, wo ich war, schrieb, dass da Drogenmissbrauch toleriert wird. In der Hoffnung, ich fliege raus oder ich bekomme Filmverbot. Ich darf momentan keine Videos zum Vlog im Krankenhaus mehr machen. Oder was auch immer die Person sich erhofft hat. Das wurde mir weggenommen jetzt. Der kann ich nur sagen, ich darf im Spital kiffen bis zum Sterben. Das stört die. Das juckt die einen Scheiß. Und das Gras zeige ich jetzt extra in die Kamera. Und wie ihr so sehen könnt, by the way, mir geht's schlecht. Und dann, liebe Leute, werde ich sterben. Schaut mal, was mir Olli vorbeigebracht hat. Ich ziehe ja gern mal was durch die Nase. Ja, sind wir ehrlich. Mir hat Olli diese drei normalen Röhrchen besorgt. Dann dieses hier mit diesem diamantähnlichen Aufsatz. Auch ganz geil. Dann hat mir die Person ein normales Sniffrohr gebracht, so. Und zu guter Letzt, dass das jeder kennen sollte, ein Löffelchen. Und jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Nach diesem fünfwöchigen Prozedere, die gute Nachricht, Leute, ich sterbe. P-E-N-I-F. So, jetzt gönn ich mir noch eine Zigarre. Leute, ich habe jeden Monat das neueste Handy. Wer genug Geld hat, um sich einen Kleinwagen als Handy zu kaufen, der soll das tun. Ja. Ich
will richtig abspritzen, aber nicht selber wichsen. Ich kann euch einfach eins sagen. Schaut auf eure fucking Gesundheit. Ich weiß, meine Nägel sind schrecklich. Ja. Oh Mann, oh Mann. Wasser im Herz, Beutel, woher wissen sie immer noch nicht, durch ein Routine. Aber irgendwo gut zugeschnitten. Eine Untersuchungsmarathon kam per Zufall ans Licht. Etwas ganz Unschönes. Ich habe auf dem Herz, sprich im Herzbeutel, Beutel, das ist eigentlich normal nach einer Pneumonie, Wasser. Woher wissen Sie? So oft Beutel, Beutel. Aber kann man das gar nicht richtig vorstellen. So Beutel, so ein Herzbeutel. Ist da überhaupt der Beutel dran? Immer noch nicht. Das ist eigentlich normal. Woher wissen Sie immer noch nicht? Wasser im Herz, auf dem Herz, genau genommen im Herz. Beutel. Das ist normal nach einer Pneumonie. Woher wissen Sie immer noch nicht? Ich bin ja privatversichert. Habe ich euch, glaube ich, in einem Video ausführlich erklärt. Ich zahle. Ich finde, wenn er reden möchte, dann sollte er seine Zigarette aus dem Mund tun. Meine Meinung. Alle mehr Krankenkassenprämie, fast das Doppelte als Normalversicherte. Dafür bekomme ich ein Einzelzimmer. Leute, ich bin jetzt nach 6 Stunden auf die Station gekommen. Ins Zimmer. Es ist ein Dreierzimmer. Ich bin ja privatversichert. Dafür bekomme ich ein Einzelzimmer. Es ist ein Dreierzimmer. Das Einzige, was noch ist, ist der Pilz. P-I-L-Z. By the way, es kommt viel auf euch zu und wird fett, Leute, und wird fett, garantiert. Mir fällt nach 31 Tagen im Krankenhaus die Decke auf den Kopf. Ich bin jetzt, wie gesagt, 41 Tage hospitalisiert. Es hat sich ein riesen Kehrtwende-Manöver ist eingefallen. Ihr seht, ich bin total am Fiebern. Hatte über 39,8 und ich habe
Schon wieder eine doppelseitige Pneumonie, sprich Lungenentzündung. Also. So, jetzt haben wir es dann eh gleich geschafft. Sieht ja 29,5 von 31,24. Also bisher finde ich, ist es gut geschnitten. Und man sieht schon ein bisschen so Eindrücke. Wie gesagt, der Kanal ist in der Videobeschreibung und der von der Schwester Goldnatz. Da könnt ihr bei beiden mal vorbeigucken. An dieser Stelle nochmal einen Gruß an die Schwester Goldnatz und danke für das Video. Ja, schauen wir noch zu Ende. Ich habe ziemlich üble Kommentare bekommen von der Community. Zwei Leute, um genau zu sein, die wissen, wer sich betroffen fühlt. Hoi, der Ich-Mobil. Unbedingt weiter Alkohol trinken und rauchen in der Klinik. Den unteren kenne ich noch gar nicht. Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen, den unteren, da unterm Ich-Mobil, der mit dem Striche da. Aber das im Bild, das weiß ich, dass das der Amadeus Mozart ist. Aber sonst kenne ich den User noch gar nicht. Und ja, aber und Leute, ich habe Freude am Konsumieren. Ich hatte Blutvergiftung, Probleme mit dem Beutel. Erstens weiß ich nicht, was Pep ist. Hätte ich geraucht wie ein Türke, geschlotet wie ein Türke, Alkohol konsumiert, ein Energy-Wodka-Getränk, hat mehr Wodka als Energy drinnen. Und dann. Aber ich finde das Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü-Lü, das finde ich immer am besten und ich finde, das hätte man ruhig länger lassen können. Weil irgendwie bringt mich das in Stimmung. Noch harte Sachen dazu. Dann wäre ich jetzt garantiert nicht mehr am Streamen. Am Anfang habe ich mich ziemlich daneben verhalten und ja, ich gebe es zu, ziemlich schlecht gegen die Gesundheit gearbeitet, aber das ist nicht mehr so. Mensch, das ist immer so kurz, das Lü-Lü-Lü-Lü-Lü. Kann man das nicht ein bisschen länger machen? Ob Dislike oder normaler Like, Support ist Support. Und auch für Dislikes bekommen wir genug Anerkennung und werden entlohnt. Danke und tschüss. Somit ist das Video auch zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen, wie ich vorher ja schon gesagt habe. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Habe die Ehre, wir sehen uns morgen zu Max Liest zum neuen Soko Augsburg-Fall. Zum dritten bereits. Bis dann.